Partys der verschiedensten Art hat die Stadt Cosby schon viele erlebt, aber ganz sicher noch keine Zumba-Party. Die Turnhalle der Grundschule Mitte stand am 26. April ganz im Zeichen genau solch einer Zumba-Party. Latino-Rhythmen und Moves stehen bei solch einer Zumba-Party im Vordergrund. Etwa 150 Teilnehmer ließen sich am vergangenen Wochenende von diesen Bewegungen und der Musik anlocken. Von einem großen Erfolg ist bereits die Rede. Die Turnhalle der Grundschule Kospich-Mitte war an jenem Nachmittag knackevoll. Doch wie man sehen konnte, waren die Herren eindeutig in der Minderheit. Zumba ist also nur etwas für Frauen? Zumba ist hauptsächlich Tanzen und sich dazu schön bewegen. Und das macht vielen Frauen Spaß und deshalb kommen so viele Frauen. Deshalb ist es wahrscheinlich auch ein Frauensport hauptsächlich. Wenn eine Veranstaltungsreihe ganz neu und zudem offenbar recht erfolgreich angelaufen ist, steht natürlich die Frage im Raum, wie so etwas zustande gekommen ist. Den Zumba-Instruktor Philipp Petroff, der heute hier die Veranstaltung mit organisiert hat, den haben wir kennengelernt. Und ich als Vereinsvorsitzender vom Koswischer Basketball- und Freizeitsportverein habe die Möglichkeiten in Koswisch, die Logistik bereitzustellen. Und da haben wir uns gedacht, wir probieren es einfach mal und so viele Leute sind jetzt schon beim zweiten Mal mit dabei und wir freuen uns riesig, dass das so klappt. Der eben erwähnte Zumba-Instruktor Philipp Petroff ist ganz offenbar von seiner Arbeit richtiggehend begeistert. Doch ist Zumba nun Sport oder Tanz? Wir wollen es genau wissen. Also, Zumba ist Fitness mit schöner Musik, Bewegung, gute Laune und das alles zusammen in einem Kurs sozusagen, in einer Etappe von Zeit. Ja, und wir als Zumba Fitness Instructors, wir nehmen viele Leute oder Mitglieder, die einfach kommen mit nicht so guter Laune und dann am Ende gehen nach Hause sehr glücklich. Bei diesen heißen Rhythmen tanzen und bewegen sich Menschen aller Altersgruppen. Und eine Dame hat diese Party sogar für ihren Abschied vom Junggesellendasein genutzt. Übrigens waren unter den Gästen nicht allzu viele Koswiger, sondern eher Leute, die mehr in Dresdner Fitnessstudios unterwegs und extra nach Koswig gekommen sind. Wer solch eine Veranstaltung noch nie erlebt hat, könnte durchaus gewisse Berührungsängste haben, doch Angst wäre hier regelrecht fehl am Platze. Absolut keine Angst. Zumba ist für alle Leute. Zumba muss nicht, man tanzen kann. Einfach kommen und Lust haben. Und das alles andere liegt an uns, an die Instructors. Also ich werde mal die Möglichkeit nutzen, alle Kursflieger hier einzuladen. Sollen keine Angst haben, einfach kommen, weil wir, ich versuche mehr und mehr Möglichkeiten für Kursflieg und alle Freunde hier in der Nähe in Sachsen noch mehr von Zumba zu entdecken und zu genießen. Beim Zumba geht es also um Ausdauer, Bewegung und am Ende nimmt man sogar noch sehr viel ab dabei. Philipp Petroff selbst hat, seit er als Instruktor angefangen hat, ganze 15 Kilogramm abgenommen. Na bitte. Auch wenn die Herren der Schöpfung bisher hier in der Minderheit waren, ist ein stetiger Zuwachs im zweistelligen Bereich zu verzeichnen. Und noch etwas Positives. Die Koswiger können sich auf die dritte Zumba-Party freuen, und zwar am 19. Juli wieder in der Turnhalle der Grundschule Mitte auf der Radebeuler Straße 10. Erneut mit Philipp Petroff und einem neuen Spezialgast, dann wieder richtig Stimmung in die Halle bringen wird.